Okay, der haut dann einfach ab. Der tut uns nichts. Ich dachte gerade, der andere schießt vielleicht auf den und dann ist hier Ruhe, aber der andere haut dann einfach ab. Ist auch gut. Eigentlich sogar besser, weil da steckt ja scheinbar auch ein Mensch drin. Wenn auch ein sehr Verwirrter, der hier irgendwie Gel finden will. Und ich glaube, die Menschen, die in den Robotern oder Maschinen stecken, die wissen gar nicht, dass sie Maschinen geworden sind, dass ihre Körper tot sind und sie selber quasi nur noch Metall sind. Nur noch, also mit ironischem Untertönchen. Das da hinten sieht verdächtig aus und irgendwas knarzt hier schon wieder. Ich fühle mich aber sicherer mit unserem kleinen Freund an der Seite. Vielleicht sollte ich mich nicht zu sicher fühlen, ich weiß es nicht. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hin muss. Hier sind Pumpen. Wahrscheinlich vom Reaktor. Irgendwo ist doch hier noch irgendwas Böses. Was denn? Hast du was entdeckt? Da hinten ist das hier vielleicht. Ich sehe da immer diese Shuttle, dieses Shuttle-Zeichen. Was ist denn los, Kleiner? Hm? Meinst du, wir sind hier falsch? Das kann ja gar nicht sein. Immerhin bin ich Wegfindungsexperte seit 1896. Hier runter? Na gut. Geh ich da mal runter. Wenn der Kleine das sagt, der hat schon recht, der kennt sich hier besser aus. Man kann ja auch mal Hilfe annehmen. Was denn? Jetzt verwirr mich doch nicht so. Ich habe doch keine Ahnung, wo ich bin. Gehen wir jetzt zurück gerade? Kann das sein? Ist das der Grund, warum der meckert? Aber der weiß ja gar nicht, wo wir hinwollen. In diese Richtung sehen wir mal dieses Shuttle-Ding. Ich habe das Gefühl, ich gehe gerade zurück. Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe hier unten so ein bisschen die Orientierung verloren. Da hinten leuchtet irgendwas rot. Das ist er. Das schwarze Blut. Der sucht nach Öl, wie es aussieht. Er sucht nach Öl. Okay, das war er. Wir sind definitiv falsch gegangen, da vorne war ein anderer. Es gibt offenbar mehrere davon, die suchen hier nach Öl und die brauchen offenbar Öl. Die sind süchtig nach Öl. Es sieht so aus, als ob alle Menschen, die Roboter geworden sind, irgendwelche Psychosen entwickeln. Vielleicht auch, weil die gar nicht damit klarkommen, dass die zu Robotern geworden sind. Was mich ein bisschen an Cry of Fear erinnert, muss ich zugeben. Wo ja der Protagonist auch mit einer gewissen Entwicklung, ich will nicht spoilern, nicht klarkam. Eine dieser hier vielleicht nicht ganz unähnlich ist. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, verdammte Axt. So. Ein bisschen unübersichtlich hier. Hier waren wir noch nicht. Da hinten ist noch eine Lampe, die nicht an ist.
war bereits an. Wir sind hier im Kreis gelaufen. Ist doch fürchterlich. Okay, hier haben wir jetzt ein Wegzeichen. Ich folge mal dem Weg. Und hier geht's offensichtlich weiter. Gar nicht wissen. Hier wird gespeichert. Wir müssten also richtig sein. Ich glaube, jetzt sind wir aber endlich angekommen. Shuttle Station, endlich. Okay. Hm? Oh, das ist ja lieb. Danke, Kleiner. Ich dachte, das wäre ein Maschinengewehr. Aber der Kleine öffnet uns Türen. Dankeschön. Thanks, little guy. Ja, dankeschön. Und jetzt haut er ab. So ein Lieber. Ist die ganze Zeit bei uns geblieben, nur um die Tür zu öffnen. Ich dachte, die Viecher haben Angst vor dem, weil er eine Knarre vorne dran hat. Offenbar hatte er das nicht. Wir sind dann trotzdem näher dran gegangen. Egal. So, können wir hier wieder zumachen, bitte? Es sieht aus wie eine Luftschleuse. Ich hoffe, das ist alles okay. So. Dann mal los. Oh. Luft ist ein bisschen abgestanden hier drin, muss ich zugeben. Nicht bewegen. Let's hope the shuttle still works. Das sieht sehr einladend aus hier. How did I? Where did I get a flashlight? Jackie, come in, Theta. I'm at the shuttle, but it's not looking good. The lights flicker like mad. I think the power regulator is broken. I have to fix it. I don't want to get stranded halfway to Theta. What was that? I can't hear you. Don't worry. I'll fix it. Somehow. Natürlich gibt's auch hier Probleme. Hier ist das Shuttle, aber wir müssen natürlich erstmal alles irgendwie zum Laufen kriegen. Ja. Was haben wir denn hier? Schrauben, 10, eine Diode, 15 Muttern. A handsome young man. Was ist das denn? Ein Manifest. Oh. Manifest Shuttle Beat. Route Yps B, Theta Prr, Abfahrtsdatum, Gegenstände, Ticket, LG, Spannseil, Gefahrenbericht, Helperkit, Auto-Entflater. Aufschlagsereignis. Am Morgen des heutigen 12. Januar schlug der Komet Telos um 5.13 Uhr Ortszeit in den Pazifischen Ozean ein. Dieser Aufschlag ist eine der stärksten Kollisionen, die jemals in der Geschichte der Erde aufgezeichnet wurden. Alles deutet darauf hin, dass die Erdoberfläche völlig verödet ist und kein Leben mehr erhalten kann. Die einzigartige Position von Pythos 2 hat unserem Personal unvergleichliche Sicherheit geboten. Es ist zwar zu einigen Strukturschäden gekommen, jedoch wurden keine Todesfälle berichtet. Der schwerste Verlust war die Wetter- und Kommunikationsstation auf der unbemannten Oberflächenplattform Omega, was unter den gegebenen Umständen ein vergleichsweise geringer Preis ist. Theta wird ein Notfallmeeting abhalten, um die Zukunft von Pythos 2 und damit letztendlich der ganzen Menschheit zu besprechen. Weitere Informationen diesbezüglich folgen in Kürze. Aufseher K. Vorkwudian. Ein Video. I guess it's a good thing we never had any kids. Hard enough looking my parents in the eyes.
They're going to a bomb shelter upstate, by the way, along with your dad. I'm guessing someone will help them send you a message somehow. I mean, I hope they will. Hell, I'm not even sure you'll get this message. If you do, I want you to know I never blamed you for following your dreams. I was just mad it didn't fit better with what I imagined our lives would be. I really wanted the picket fence, big family, you know? I guess what I'm trying to say is I'm proud of you. And even though it's been difficult to be separated from you, I regret nothing. I'm happy. And I really wish I was able to say this without the sky falling down. I love you, Amy. I always have. And always will. Das war wohl Amys Freund. Ich weiß nicht genau, ob es der Karl ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da die Zeichnung ist auch, die hat Amy gemacht und auf der Rückseite von ihrem Freund, wie es aussieht. Aber ganz kurz, ich muss sagen, erstens, Hochformat-Handy-Videos sind immer scheiße. Wer so filmt, ist einfach doof. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Wenn ihr mit dem Handy filmt, niemals Hochformat. Es ist immer scheiße. So. Und außerdem war das kein Video, sondern es war einfach so ein altes JPEG, wo ein bisschen Flackern drüber war. Man hätte gut Realschauspieler nehmen können dafür, ehrlich gesagt. Wäre auf jeden Fall realistischer gewesen als die Zeichnung gerade. Wollte mal gucken. Da hinten ist das Haus, was er sich gewünscht hat. Da hat er das Haus gemalt. Die Familie natürlich nicht, aber ihn. So, ich stecke meinen Finger mal wieder überall rein. Au! Ah, au! Jesus Christ! What the hell? Mach doch sowas nicht. Zu wenig Strom. Zu wenig Strom. Geht das? Die Tür klemmt. Ah, ist ein Fenster, okay. Die Türen klemmen allesamt, wie es aussieht. Können wir vielleicht dann... Das ist eine gute Idee. Ist. Offenbar die einzige. Wer hat diesen Tunnel gegraben? Das ist die Frage. Wer oder was? Und wir sind offenbar nicht alleine hier. Das Schwarze ist offenbar Erdöl. Diese fremden Kreaturen... Ernähren die sich von Erdöl, oder? Also irgendwie scheint Erdöl eine zentrale Rolle zu spielen. Ich weiß noch nicht genau, wel... Hier. Und schon wieder Erdöl überall. Diese Menschmaschine. Hey, are you? Don't hurt me. Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters or Holland, tell them I need help. Okay? Amy needs help. Oh. Okay. Ist ja auch irgendwie ein Scheißleben hier. 160 Jahre oder wie lange musst du jetzt hier rumliegen schon? Komm, hier. Ich hab Hilfe. Ich hab Hilfe. Brauchst du vielleicht hier? Ich versuche nur zu helfen. Ich weiß nämlich nicht genau, wie. Hier ist offenbar nichts. Wie können wir denn Amy... Die hat nichts angerührt. Ich habe ja was gekocht, die rührt es nicht an. Okay, Entschuldigung. Was ist das hier?
Epsilon Shuttle Station B. Stromversorgung Reserven. Grundsysteme Strom an. Gleise offline. Sicherheitssysteme offline. Aber was kann ich hier tun? Amy, was kann ich tun? Oh, ich glaube, das sind künstliche Lungen, wenn ich das richtig sehe. Müssen wohl künstliche Lungen sein. Halt, hier war wieder was. Ach so. Shit. Are you okay? I don't know. I want to go home. Liebe Amy, du kommst jetzt nach Hause. Mädchen. Stabil, Strom an, Strom an. Okay, wir haben wieder Strom. Jetzt, wo wir Strom haben, wirkt es direkt noch bedrohlicher als vorher. Ich hoffe, wir sind weiterhin allein, dass uns hier nichts gefolgt ist oder so. So, das sieht schon mal gut aus. Vielleicht hätte man jetzt da reingrabbeln sollen, nicht vorher. Shuttling. Theta, Omikron, Theta, Delta, Lambda. Wer baut denn übrigens so einen komischen Sicherungskasten, wo man die Tür nicht mal zukriegt wegen dem Hebel? Das ist doch voll dämlich. Also, das ist, Entschuldigung, was ist das denn? Ich geh nochmal ganz kurz hier gucken. Na gut. Ja. Moment, erstmal gucken wir hier. Pathos 2, flugbare Luftschleuse, Reparaturset, Duplexpumpe, Mehrzweckreiniger, Ventilpaket, Dichtungsringe, Schlagschrauber, flexible Rohre. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas lösen oder helfen können. Wir sind ja kein Techniker, aber wir können. Naja, komm. Hau rein. Shuttle J6 activated. Standing by. Okay. Dann setzen wir uns mal. Hm? Und go. Transitkarte. Sie befinden sich hier. Gegengewinnung, lalalala. Wo mussten wir hin? Lambda. Transportterminal. Besucherzentrum. Delta. Geschossmontage und Geschosshülse. Theta. Verwaltung. Einsatzleitstelle. Ich glaube, da müssen wir hin. Nach Theta, ne? War mir nicht so? Omikron. Sie befinden sich hier. Abfahrt Theta. Pathos 2, your expressway to the stars. What started as a thermal mining operation in the 60s has now become home to the Omega Space Gun, the world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic coil gun, running longer than a marathon, to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. The station has multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together, they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecrafts. In addition to our principal operation, Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep sea construction. We are now leaving Upsilon for Theta.
Theta is considered the heart of Pathos 2. It houses station administration, medical facilities, and the payload assembly crew, prepping and programming satellites before they are shipped off to Phi for launch. Schön. Alles sehr beruhigend.